und herzlich willkommen. Donnerstag, Zaubertag. Und heute in der Tat ein ganz besonderer Tag. Ich fange mal erst damit an, dass ich jetzt nun auch von außen das Museum immer weiter professionalisiert habe und professionalisiere. Ich hatte ja schon diesen Vorhang ersetzt. Da hatte ich ja erstmal nur eine Plane hin. Und jetzt habe ich die ja mit bedruckten Lamellen gegen bedruckte Lamellen ausgetauscht. Und das habe ich jetzt auch auf der anderen Seite getan. Da hängen ja auch, wie man hier sehen kann, erstmal nur so eine, naja, die Spiegelung macht es nicht gerade sehr leicht zu erkennen, aber da hing auch nur ein Banner, den ich jetzt ausgetauscht habe gegen Lamellen, die ich dann habe bedrucken lassen. Und jetzt sieht das richtig toll aus und vor allen Dingen kann ich es im Sommer auch mal lüften, das heißt, ich kann mal aufmachen und hier ein bisschen das Licht reinlassen. Also darauf freue ich mich sehr, dass ich das jetzt gemacht habe. Denn ich will auch alles schön vorbereiten. Am 13. April treffen sich hier die Sammler und Historiker in Deutschland, die sich mit der Zaubergeschichte beschäftigen. Ich habe die eingeladen zum Vorabend. Hier ist ein großes Zauberhistoriker-Treffen, das Professor Thomas Gundlach organisiert. Wer sich übrigens noch anmelden möchte, kann es noch tun. Einfach mir eine E-Mail schicken, wer sich noch nicht angemeldet hat, dann leite ich das sehr gerne weiter. Also das ist eine gute Möglichkeit, sich über die Zaubergeschichte ein bisschen mehr zu informieren. Es sind auch Nicht-Zauber herzlich willkommen, also das müssen jetzt nicht nur Zauberkollegen sein. Ja, das ist die eine interessante Nachricht, die ich heute habe. Und die zweite, die ist für mich etwas ganz Besonderes, nämlich seit dem 21. März, also gerade mal seit 2 Tagen, ist jetzt der Trägerverein für das Museum offiziell. Der ist also eingetragen als gemeinnütziger Verein. Das ist Trägerverein Museum Bellachini e.V. zu Hamburg. Das haben mit mir 6 wunderbare Kollegen gegründet. Am 19. Februar hatten wir hier die Gründungsversammlung und zu den Gründern zählen, ich kann es jetzt nicht alphabetisch sagen, also bitte nicht böse sein. Das sind also Michael Komnik, Klaus-Dieter Hansen, Roman Ertel, Stefan Alexander Rautenberg, Markus Lenzen, Dr. Alex Romanow. Also wir 7 zusammen haben diesen Verein ins Leben gerufen und er ist, wie gesagt, vor 2 Tagen ist er dann also anerkannt worden. Frank Moll hat mir noch sehr geholfen bei der Erstellung der Satzung. Die ist also jetzt auch online. Also wenn man das jetzt im Handelsregister sucht und einfach nur Bellachini eingibt, dann findet man die Satzung, die kann man dann runterladen. Da ist dann alles genau aufgelistet. Wir haben auch einen Beitrag festgesetzt. Ich denke mir, das ist recht überschaubar, 7 € pro Monat. Dafür haben alle Mitglieder freien Eintritt zu allen Veranstaltungen, die hier im Museum angeboten werden. Und sie bekommen auch von mir einen ermäßigten Eintritt für die Zauberabende. Also wer Mitglied ist, der hat schon mal etwas davon. Obendrein ist es auch steuerlich absetzbar. Deswegen war mir ja auch die Gemeinnützigkeit sehr, sehr wichtig, dass dieser Verein anerkannt wird. Auch das ist mit dem Finanzamt abgesprochen worden. So können also auch Spenden abgesetzt werden. Und das trägt vielleicht dazu bei und soll dazu beitragen, das Museum zu erhalten, Dinge instand zu setzen, wie zum Beispiel jetzt das Lichterkleid von Sino, das ich jetzt hier als neues Exponat im Museum habe. Das ist ein ganz fantastisches Exponat von dem großen Zauberkünstler Sino. Der hat das Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre selber angefertigt. Es sind 100 Bärnchen, es sind 100 kleine Sperrholzplättchen, die er zu einem Kleid zusammengenäht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das steht jetzt hier und es sollte wieder funktionieren. Nach der Beschreibung vom Sino leuchtete das also in verschiedenen Farben auf, mit verschiedenen Mustern. Und wenn man bedenkt, dass das vor der LED-Zeit war, dann ist das schon eine schöne, zauberhafte Einrichtung. Ja, so viel für heute, so viel für jetzt. Wie gesagt, ich bin sehr happy, dass das jetzt alles so funktioniert hat mit dem Trägerverein. Freue mich auf weitere Besuche hier und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns zum Zauberhistoriker-Treffen. Das findet hier insgesamt statt vom 13. Das ist der Vorabend am Donnerstag. Da ist das Treffen hier im Museum. Und dann der 14., 15. und 16. Gleich hier in der Nähe ist der Veranstaltungsraum. Da kann man sich also auch bei mir gerne noch informieren. Das war es dann also. Tschüss, bis zum nächsten Mal.